Wenn eine beste Freundin die andere beste Freundin reinlegen will, helfen wir natürlich gern. Um Sonja Gerhardt dran zu kriegen, haben wir in Berlin ein Casting organisiert. Diese koreanischen Wellnessprodukte brauchen dringend ein Werbegesicht, und zwar das von Emilia oder von Sonja. Alles natürlich Quatsch, genau wie der Castingchef, der von uns kommt. Auch die Kameras sind von uns und vor allem die vielen lustigen Ideen, die wir für diesen Prank ausgeheckt haben. Mit und ohne doppelten Boden. Hier, das wäre deine Seite, dein Korb, weil der ist quasi ganz. Ah, okay? Ja, genau. Der Korb hingegen, da fällt der Boden raus, weil der Boden ist schon demontiert. Emilia hat jetzt schon Spaß, oder besser gesagt noch. Denn was sie nicht weiß... Emilia Schüle ist der festen Überzeugung, sie ist heute mein Lockvogel, sie ist gerade im Briefing und wird ihre beste Freundin Sonja Gerhardt reinlegen. Die Krux ist nur, die Sonja sitzt jetzt schon hier in der Regie und weiß Bescheid. Ja. Was hältst du von der ganzen Nummer? Das ist eine absolute Frechheit. Ich hab's mir gedacht. Ja. Was schlägst du vor? Ich würde vorschlagen, dass wir den Spieß einfach umdrehen. Aha. Und ich sie reinlege. Ach, du legst deine beste Freundin Emilia ganz genau rein? Ja. Es klingt kompliziert, ist es auch, aber macht einen Riesenspaß. Streng dich an. Das mache ich sowieso. Ja, ja, klar. Immer. Mhm. Nochmal zum Mitschreiben. Emilia glaubt, Sonja reinzulegen. In Wahrheit ist es aber genau andersrum. Kann sie nicht wissen, steht ja nicht auf dem Zettel. Das hält uns dann jemand neben der Kamera oder was? So, noch Knopf ins Ohr für die Regieanweisungen. Die kommen allerdings von Lockvogel Olli. So, da bin ich. Und da habe ich alles. Und da kann ich schön mit dir sprechen. Geil. Ja, für uns schon. Noch geiler ist die zweite, die wahre Regie mit unserem echten Regisseur. Sonja hört auf sein Kommando. Gleich wird's ernst für Opferlockvogel Emilia. Nur noch checken, dass sie Olli hört. Hallo Emilia, hörst du mich? Ich bin der Olli. Mhm, tue ich. Tut sie. Dann kann es endlich losgehen. Halt fangen wir an, oder? Ja. Komm her, geht los. Soll ich rausgehen? Ja. Emilia ist gut drauf. Sie freut sich darauf, ihre Freundin reinzulegen. Was steht auf der Hand? Hallo. Hallo. Dankeschön. Hallo. Ach, beide waren vorher beim Corona-Test. Negativ, also kuscheln erlaubt. Hallo. Hallo, mein Name ist Tommy. Ich bin quasi heute der Werberegisseur und Art Director. Bitte nehmen Sie doch mal ganz kurz Platz. Ja, klar. Emilia ist voll der Super-Lockvogel. Freundin Sonja wird Augen machen. Die erste Casting-Aufgabe? Sprechen. Das können beide seit ihrer frühesten Jugend, aber nicht koreanisch. Gut, sie bekommen den Text in Lautschrift, aber Emilia hat einen leichten Wettbewerbsvorteil, denn sie kennt den Text schon seit ein paar Stunden. Zugesteckt von Olli. Egal wie sie es macht, du kannst es auf alle Fälle besser. Okay. Dann haben wir wieder, dann steigt schon ein bisschen der Druck. Ja, okay. Super, denkt Emilia, das Ding bringe ich nach Hause. Sie weiß allerdings nicht, dass Sonja nicht lernen muss. Hat sie nämlich längst. Mach da keine Gedanken, du hast das ja schon gelernt. Mhm. Ja? Einfach jetzt loslegen. Und bitte. In so Galdugesi, Hual Gisago. Glaube, damit können wir gut leben. Glaube ich auch. Und Emilia glaubt, dass Sonja den Text nicht drauf hat. Also ich probiere mein Bestes, ja. Und in die Kamera sprechen, ja? Genau. Insegnil, Chikisya, Hua ki tago, Arim tawa. Emilia, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ist es ein Sprachtalent oder wieso kriegt ihr das jetzt was besser hin wie du? Ist ja unglaublich. Ja klar, denn Sonja ist ja mein wahrer Lockvogel. Also das ist jetzt schon mal verraucht, ne? Aber es gibt ja noch zwei weitere Chancen. Chance Nummer eins, der armen Sonja soll eine teure Designerschale in die Brüche gehen. Wo die präparierte Schale steht, weiß Emilia genau. Das hat sie mit Olli geprobt. Da fällt der Boden raus, weil der Boden ist schon demontiert. Die Nummer ist absolut wasserdicht. Hauptsache, Sonja steht auf der rechten Seite. Sonja, rechts. Rechts. Gut. Ah, Mist. Emilia, gut. Bist du auch an... Ja, manchmal hilft nur noch improvisieren. Emilia, du weißt, du hast die falsche Position. Ja, was soll ich da... Ja. Lass dir einfach was einfallen. Meinst du, dass ich da hier stehen, wegen meiner Schokoladenseite?
Das kann Sonja nicht entscheiden, das muss die Regie machen. Du bleibst auf deinem Beharren, gell? Du gehst nicht weg da. Ja, aber das ist auch meine Schokoladenseite. Emilia, da steht jetzt und fällt jetzt alles. Das kriegst du hin, das ist deine Seite. Stehe ich jetzt es, das wäre aber wirklich großartig. Bitte, nee. bitte. Ich fühle mich nicht. Nein, ich möchte jetzt hier stehen bleiben. Aber dann machen wir vielleicht einmal so und einmal so. Okay, dann fangen du jetzt da an und ich fange hier an. Oh oh, das läuft nicht wie geplant. Beziehungsweise genauso wie geplant. Emilia muss in die Regie. Krisengespräch. Leute, so geht das nicht. Ich kann da nicht schneller sein und sie wegschubsen. Nein, nicht. Aber du kannst dominant sein. Du musst jetzt sagen, hey, Moment, ihr möchtet es da hin. Ja, aber es fällt doch jetzt auch sowieso total auf, wenn sie jetzt rübergeht zur anderen Schüssel und dies präpariert, dann versteht sie alles. Probier's. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch sagen soll. Wir haben noch nichts. Also zurück ans Set, diesmal im Eiltempo. Ich liebe dich, danke schön. Ja. Hä, was soll das denn? Wir sind uns liebende Schwestern. Komm. Gut. Hey, smile. Sag mal. Smile. Ja, das war jetzt... Das war eine schwere Geburt, es tut uns leid. Emilia, die Geburt kommt noch. Das waren erst die Wehen. Das Leben genießen. Was ist... Jetzt sagst du noch mal zu ihr, sag mal, willst du mich verarschen hier? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Willst du mich verarschen? Erst stelle ich mich darüber, dann soll ich da nicht mehr stehen und jetzt passiert sowas? Freundinnen wie Emilia und Sonja verarschen sich natürlich nicht, sie pranken sich. Ja, willst du mich verarschen? Nein, gar nicht. Und warum wolltest du jetzt eben gerade da unbedingt auf die Seite? Diese Schokoladenseite, Mann. Ich habe einfach total Komplexe mit dem. Ich verarsche mich darum. Nein. Schokoladenseite, das nimmt Sonja ihr nicht ab. Können wir ganz kurz umgehen? Du machst sie komplett fertig jetzt oben. Achtung für oben. Und wir sind heimlich dabei beim Fertigmachen. Natürlich hat Emilia keine Ahnung, dass wir auch in diesem Raum filmen. Trotzdem gibt sie alles, denn wenn Sonja aussteigt, platzt der ganze Dreh. Das geht doch nicht. Ja, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ich bin richtig sauer gerade. Was ist denn jetzt los? Ich gehe gleich, ganz im Ernst. Also, ja. Meinst du, ich mach das hier? Meinst du, ich mach die Scheiße? Ja. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Und es ist krass, dass du hier jetzt versuchst, mich zu überreden. Was soll das? Ich meinte nur, lass es uns jetzt zu Ende bringen und dann halt ja erhobenen Hauptes. Aber würdest du das hier machen? Würdest du das machen wollen? Ich würde mich erstmal informieren bis zum Ende. Ihr zuliebe machst das, aber nur wegen der Freundschaft. Ich mach das jetzt für dich, aber ich mach, also und dann das werde ich auf jeden Fall, ich weiß nicht. Du bist, ich schulde dir 100.000 Millionen Essen. Ach, Emilia ist erleichtert. Doch sie hat jetzt keine 100.000 Millionen Möglichkeiten mehr, Sonja reinzulegen, sondern nur noch eine einzige. Aber jetzt müsste es klappen, denn es geht um Tai Chi. Und das hat Emilia vorher tagelang geübt. Na, aber das ist auch eine todsichere Nummer. Da wird sie gucken, wird sagen, sag mal, wie schnell drückt sich die denn drauf? Ja. Das ist ja unglaublich. Emilia macht das unglaublich gut. Sie ist sicher, das ist nicht zu toppen. Außer natürlich von Sonja, die noch ein paar Tage länger trainiert hat. Ich mache dir ja nicht zum Nahe treten, aber die macht es ja fast geschmeidiger als du. Hat die das jetzt eben auch gerade so im Stegreif losgelegt? Ja, Stegreif würde ich jetzt nicht sagen. Emilia braucht jetzt dringend einen Notfallplan. Jetzt müssen wir echt die Latte hochlegen, weil sonst verpufft uns das Ganze, weil es fühlt sich ja alles ganz normal an. Ich weiß, ja, lass uns weitermachen dann. Ja? Toi, toi, toi? Genau. Mensch. Jetzt geht nur noch eins, 100% Provokation. Emilia schlägt dem Castingmann eine Ersatzschauspielerin vor, damit wäre Best Friend Sonja raus aus der Nummer. Ja, aber da gibt es ja auch noch eine andere Schwester. Hä? Hast du gerade von einer anderen Schwester gesprochen? Ja. Würdet ihr die dann einfach ausprobieren wollen? Wie, und du fällst mir jetzt einfach so in den Rücken, oder wie? Nein. Doch, aber nicht so schlimm. Andersrum gilt ja dasselbe. Der Schwächeanfall kommt recht früh, gell? Nachher. Aber komplette Eskalation. Doch, machst du gerade? Nein, also, oh Gott, oh Gott. Na klar machst du das gerade. Was soll denn das überhaupt? Also, ich verstehe es gerade nicht. Also, wirklich nicht. Okay, dann... Warum machst du das? Ich komme jetzt extra hierher und mach das hier für dich, für den, also die Scheiße hier mache ich für dich. So,
Jetzt hat Emilia ein Problem, denn bei Tränen hört für sie der Spaß auf. Auch wenn sie in wenigen Momenten Tränen lachen wird. Oh Gott, es tut mir so leid, Sonja. Sonja. Nee, das ist wirklich, das ist richtig krass. Oh mein Gott. Gott kommt zwar nicht, aber vielleicht ist da ja ein anderer, der uns helfen kann. Ist da jemand, der uns helfen kann? Da. Was ist los? Was ist los? Was ist, alles okay, oder? Ja, dann schon. Emilia? Oh Gott, jetzt haben wir uns gegenseitig verarscht. Ich kann nicht mehr. Genau genommen, Emilia, verarscht worden bist nur du. Sie ist unser Lochvogel, du bist unser Opfer. Hä? Ich wusste alles, was du machst. Ich wusste das auch mit den Texten. Ich wusste alles, auch mit dem Tai Chi. Herzlich willkommen, verstehen Sie Spaß? Was weinst du so? Oh Gott! Aber ich hab wirklich geweint! Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!